Also die Augen von Cleopatra machen mir schon ein kleines bisschen Sorgen. Es sieht ihr vielleicht jetzt ein bisschen schlechter, aber die reißt ihre Augen manchmal so richtig auf und dann werden die Pupillen ganz klein. Also das ist bestimmt die Konsequenz von jahrelangem Inzest. Das sind bestimmt so die Anzeichen dafür, dass sie schon verrückt gewesen ist. Ja, vielleicht sehen wir es nochmal, wenn es ein bisschen heller ist, beziehungsweise wenn dann Mittag ist. Genau, und zwar, wir sind ja dabei hier, oder ich bin dabei, meinen Bildungsauftrag zu erfüllen. Und haben jetzt noch die Touren von Alexandria auf unserer Liste. Und da begeben wir uns gleich zur Belagerung Alexandrias. Die geht nämlich schöne 20 Minuten. Das wird locker flockig. Dann haben wir hier 23 Minuten, 25, 32... 36, 40, 47, 49, 51. Ja, gut, jetzt sind wir noch eine Stunde jetzt beschäftigt. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Holt euch was zu trinken, was zum Snacken. Und dann könnt ihr eure Geschichtslehrerin mit altägyptischem Wissen bezüglich der Belagerung von Alexandria tot machen. Ihr werdet dann eine 1 bekommen oder 15 Notenpunkte. 22. Mal gucken, ich habe hier meinen Timer, das sagt jetzt 1 Minute 32. Mal gucken, ob wir dann 21 Minuten Willkommen 31 bei haben. Die Belagerung Alexandrias. Warte. Macht ihr es mit den Augen jetzt nochmal? Die blinzelt auch ziemlich oft. Nee. Doch, jetzt hat es kurz aufgerissen. Habt ihr es gesehen? Das ist die Konsequenz von Inzucht. Zu den Schriften, die Julius Caesar zugeschrieben werden, gehören seine Beschreibungen der Belagerung von Alexandria, der Gallische Krieg und Bemerkungen zum Bürgerkrieg. Darin gibt es Informationen zu verschiedenen Kampagnen, die Kriege von Alexandria, Afrika und Spanien. Es geht jeweils um Caesars militärische Tätigkeit von 58 vor unserer Zeit bis 45 vor unserer Zeit. Obwohl Caesars Dokumente nach wie vor eine Hauptinformationsquelle sind, ist es wichtig zu beachten, dass seine Perspektive. Da war eine kurze Kunstpause. Für ein besseres Verständnis der Ereignisse müssen andere historische Dokumente berücksichtigt werden. Okay. Ich glaube, das mit dem Bello. Ist das dieser. Nee, Latein. Die haben ja damals, glaube ich, Latein gesprochen, oder? Ich kann kein Italienisch. Also, ich kann nur Reguesca d'Imbace, Buongiorno, Budana, Idiota. Comstate, va bene. Das habe ich als SSU 2 gelernt. Also wenn mich jemand fragen sollte, ob ich wieder altägyptisch beherrsche, würde ich sagen, ja, ich kann Alikret, Nursijan und Akekelo. Oh, Akekelo ist wahrscheinlich eher griechisch. Aber Alikret, Nursijan und Eumisneju, das kann ich. Ich habe so keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, aber... Ja, war das? Ich dachte, ach nee, 20 Minuten waren es. 22 Stationen. Ich habe schon gedacht, die haben einfach jetzt zwei Minuten da hingeschmuggelt. Die Belagerung von Alexandria schildert die Ereignisse des Bürgerkrieges, der dazu führte, und beschreibt außerdem, wie Caesar im Palast der Ptolemäer belagert wurde. Andere antike Autoren haben ähnlich wertvolle und manchmal widersprüchliche Informationen hinterlassen. Das sieht so krass aus. Wie gesagt, das hätte ich mir auch gern für die anderen Teile gewünscht. Schicksal des Pompeius, ja. Vor der Belagerung von Alexandria kämpften Kleopatra, die Siebte, und ihr Bruder um die Herrschaft über Ägypten. Potinos, der Berater des jungen Königs, hatte die Kontrolle über den jungen Pharao und die ausmanövrierte Kleopatra musste untertauchen. Damit war der Weg frei für Pompeius Ankunft in Alexandria. Nachdem er 48 vor unserer Zeit den Kampf gegen Caesar verloren hatte, suchte der römische General Zuflucht genau. Bei den verbündeten Ägyptern. Aber auf Anraten von Potinos ließ Ptolemäus der 13. Pompeius in der Hoffnung, Caesars Gunst zu erlangen, ermorden. Das wissen wir ja schon. Diese Entscheidung sollte sich als höchst unglücklich erweisen. Das wissen wir auch, denn diese Szene haben wir ja auch im Haftspiel mitgehabt. War ganz interessant. Und wir wissen auch, dass Caesar nicht gerade sehr erfreut gewesen ist, dass ein Römer getötet worden ist. Denn der Kopf von Pompeius wurde ihm als Geschenk überreicht. Und er war not amused darüber.
Bei seiner Ankunft in Alexandria wurde Caesar Pompeius Kopf präsentiert. Genau. Der Anblick eines von Ägyptern ermordeten Römers gefiel ihm ganz und gar nicht. Genau, das weiß ich schon. Caesar ließ Kleopatra zurückkehren und befahl den Geschwistern, ihre Differenzen beizulegen und die Co-Regierung über Ägypten wieder aufzunehmen, wie es der Wille ihres Vaters vorsah. Mhm. Weder Potinos noch Ptolemäus der 13. wollten dieser Forderung nachkommen. Potinos tat sein Bestes, um Caesar zu verärgern, und schmiedete heimlich einen Plan. Er hieß den ägyptischen General Achillas, 20.000 Männer für seine Sache in den Kampf zu führen. Während Potinos ein Komplott schmiedete, machte Kleopatra einen kühnen Schachzug. Mhm, ja, die war sehr intelligent. Gute Kleopatra. Mit der hätte ich gern mal einen Plausch gehalten. Ah, nee. Können wir klettern? Nee. Und wir sind ja auch die Königin, ne? Das schickt sich ja nicht, wenn wir jetzt hier über die Brüstung klettern. Wenn wir aber unser... Ah, ein Pferd können wir auch rufen. Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier hin. Diese Musik ist so toll. Wie gesagt, es wäre so schön gewesen, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, einfach selber auszuwählen, ob man Musik haben möchte oder nicht. Ich finde, Musik gibt noch was so, ne, den Flair, den ägyptischen Flair noch mal mit dazu. Das sieht so toll aus. Das sieht so toll aus. Wie ist denn das eigentlich zu programmieren? Also in meiner Vorstellung denke ich einfach, man hat eine Ebene, man hat mal... Ich glaube, die ach nee, Ubisoft hat eine eigene Engine, aber dann hat man so eine Engine, das ist wie so ein, also, ne, wie so ein Paket, wo man verschiedene Büsche, verschiedene Blumen, verschiedene Bäume hat und dann pflastert man das alles zu. Ne, dann stellt man dort den Busch hin, da einen Baum und dort eine Mauer. Ist das so? Kann man sich das so einfach vorstellen? Ist das so einfach? Das heißt einfach, gut, man müsste wahrscheinlich studieren, ne? Um dann diesen Beruf ausüben zu können. Aber ist das so grob oder ist es viel, viel schwieriger? Es gibt verschiedene Beschreibungen der Begegnung zwischen Caesar und Kleopatra. Einem Bericht zufolge schlich sie sich nachts allein in den Palast. Anderswo heißt es, sie sei von einem Verbündeten begleitet und in einen Teppich gewickelt in den Palast gebracht worden. Obwohl wir nicht wissen, was genau bei diesem schicksalhaften Treffen geschah, ist bekannt, dass sich Kleopatra mit Caesar traf und seine Zustimmung erhielt. Potinos und Ptolemäus der 13. waren angesichts dieser Wendung außer sich. Mhm. Oh, also wenn man nicht wüsste, dass es Caesar und Kleopatra sind, dann das ist es schon ein süßes Paar, ne? Ja, ob die wirklich aufrichtige Liebe füreinander empfunden haben? Naja, jetzt tut sie so, als würde sie, ne, als hätte er irgendwas Böses gesagt, ne? Sie muss sich auch ein bisschen rar machen, ne? Sie will sich ja nicht so präsentieren. Dann müssen wir da zurück, okay. Ne, hier hoch? Nee, warte mal, da kann ich doch auch hoch, oder? Aber waren wir hier nicht schon mal bei einer anderen Tour? Ich komme mit diesen Dingern überhaupt nicht klar. Oh, das sieht ja schön, die tanzen voll schön. Okay, Gello. In Anwesenheit Kleopatras entschied sich Caesar, als Vermittler zu fungieren, in der Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Doch schnell schlug die Stimmung um. Bei einem Festmahl zur Feier der Versöhnung kam es zu einem Attentatsversuch auf Caesar. Es war der Barbier des römischen Führers, der den Angriff vereitelte. Als sich herausstellte, dass der Königsregent Potinos den Angriff befohlen hatte, ließ Caesar ihn hinrichten. Dann stellte er den jungen König unter Bewachung. Würde ich auch machen. Ah, man sieht schon, dass sie Geschwister sind. Mein Gott, ne? Warum atme ich denn jetzt so schwer? War Kleopatra so... in Wallung geraten, nur bei dem Anblick von Caesar? Obwohl, ich glaube, in der jetzigen Zeit, ich weiß nicht, aber mein Typ Mann wäre es persönlich jetzt nicht.
Aber das ist jetzt zum Glück alles Geschmackssache. Gefangen im Palast mit etwa 4000 Soldaten und dem Wissen, dass die Ankunft der feindlichen Truppen unmittelbar bevorstand, bat Caesar Syrien, Rhodos und Kilikien um Hilfe. Er befahl, einen Graben um den Palast anzulegen und eine Mauer zum Hafen hin zu errichten. Das sollte Caesars Zugang zum Meer sicherstellen. Als der ägyptische General Achillas mit 20.000 Mann die Stadt erreichte, begann die Schlacht um Alexandria. Mhm. Stimmt, der war ja für Pompeius, ne? Glaube ich, oder? Ah, oh, das habe ich natürlich die ersten Chance schon vergessen. Das ist natürlich sehr unglücklich. Aber ich meine, ist ja eigentlich... Ja, gut. Wollte gerade sagen, ist ja irgendwie verständlich, dass ein ägyptischer General die Stadt zurückerobern möchte. Die hat ja einst Ägypten gehört, aber Alexandria wurde ja von Alexander den Großen erbaut. Gut, ich meine, die Stadt wurde auf einem ägyptischen Dorf. Das war auf jeden Fall irgendwas mit R, Raqqa oder irgendwas in der Richtung. Das ist halt immer schwierig. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Mit so wenigen eigenen Männern konnte Caesar keinen Kampf riskieren. Er sandte im Namen von Ptolemäus Botschafter zu Achillas, um einen Waffenstillstand vorzuschlagen. Da Achillas wusste, dass die Befehle nicht vom jungen König stammten und weil er von der Gefangenschaft des Pharaos verärgert war, ließ er die Boten ermorden. Da Caesar im Palast eingesperrt war, stellte Achillas seine Truppen um die Stadt auf. In den Straßen von Alexandria brachen Kleinkämpfe aus, die mehrere Tage... Oh Gott, die armen Zivilisten auch. Obwohl sie zahlenmäßig unterlegen waren, hielten Caesars Männer den Feind zurück. Hm. Dies veranlasste Achillas zum nächsten Schritt... Der Einnahme der römischen Flotte, die im Hafen lag. Krass. Ich hätte wirklich gedacht. Hätte wirklich gedacht, dass Caesar. Also so wie sich das gerade so liest und darstellt, hatte Caesar ja gar keine Chance. Das wäre Caesar halt einfach so mit seinen 5000 Mann hier eingetroffen und dann, ja, wird schon alles gut gehen, weil die Ägypter, die kämpfen nur noch mit Speer, mit Holzspeeren, ohne scharfe Klinge, ne? Aber der war doch so ein großer Herrscher und so ein Kriegsmeister gefühlt. Da muss, also... Warum ist denn der denn so? Also, ist er so lange hier geblieben? Kann doch eigentlich gar nicht sein, weil es hätten. Ach doch, schon die Belagerung hatten. Nee. Doch, die hatten wir ja auch mitgehabt, oder? War das die Belagerung von Alexandria? Als die hier diesen Elefanten ausge. Ach, der Elefant war doch eigentlich eine römische Kriegswaffe, dachte ich. Also zusammen mit Caesar in diesem Streitwagen saßen, mussten dann hier mit Pfeilen oder mit einem Speer dann. Ich folge lieber mal den Goldenen. Ich kann ja nicht klettern als Prinzessin oder als Königin Pharaonin. Doch, stimmt, wir hatten die Belagerung. Achillas. Nee, wir hatten nur den fetten Agrippa, den wir eliminiert haben. Achillas sagt mir gar nichts, aber. Der Name, der wäre doch gefallen. Oder ist der gefallen? Wie gesagt, ich kann mir leider auch nicht mehr alles so genau merken. Aber die Belagerung haben wir ja mitbekommen, mit durchgespielt. Wo ja Arya dann den Leuchtturm hochgekraxelt ist und wurde dort von einem Typen... Ach, wir sind jetzt hier. Ach so, ich muss hier durch. Gott, das Film, das hier aussah. Ja, ich glaube, wir haben das als Arya und Bayek miterlebt. Und dann müssen wir rein theoretisch gewonnen haben, weil dann gab es den großen Verrat von Kleopatra. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Warte mal.
Das Pferd weiß, wo ich hin muss, ne? Ja, da fahre ich gelaufen. Ja, das verwirrt mich halt mit diesen goldenen Strahlen. Es ist schon schön, dass es die gibt. Aber irgendwie weiß nicht, wäre schön, wenn es nur den Strahl anzeigen würde, den man auch braucht, um zur nächsten Station zu gelangen. So. Wow. Obwohl der Palast Schutz bot, bedeutete der Verlust des Hafens das Ende von Nachschub und Versorgung. Caesar wusste, er musste die Flotte schützen. Es gelang, die Kontrolle über den Hafen wieder zu erlangen, aber es war unmöglich, sie aufrechtzuerhalten. Caesar befahl, die Schiffe zu verbrennen. Da der Rückweg zum Palast abgeschnitten war, machte er sich auf den Weg zum Leuchtturm von Alexandria. Das müssten wir ja auch miterlebt haben. Oh, guck mal, wie süß. Oh, es tut mir leid. Nur, dass ich die Tauben verjagt habe. Caesar und seine Männer kämpften sich durch ägyptische Truppen und erreichten schließlich die Insel Pharos. Dort suchten sie Zuflucht im Leuchtturm. Mit direktem Zugang zum offenen Meer konnte Caesar seinen Verbündeten Botschaften senden und nach Verstärkungen und Nachschub verlangen. Die Inselfestung gab ihm auch die Kontrolle über den Hafen. So stürzte er sich auf die Verbindungswege der Ägypter, um den Schiffsverkehr von und nach Alexandria zu kontrollieren. Aber ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir Spike und Aya, klar, wir waren damals unter der Fruchtel von Kleopatra, aber gegen einen ägyptischen General kämpfen? Wenn das ist, die genaue wann ich mich Chronologie erinnere? Der Ereignisse während des Krieges in Alexandria bleibt umstritten. Widersprüchliche Berichte werfen Fragen auf, wann und ob die große Bibliothek von Alexandria niedergebrannt wurde. Ein Bericht besagt, dass während der Kämpfe Docks und Lagerhallen niedergebrannt wurden und sich das Feuer auf die Bibliothek ausbreitete. Als Achilles den Hafen abschnitt, musste Caesar die Sicherheit des Palastes aufgeben, um seine Schiffe zu verteidigen. Als die Feinde im Hafen kämpften, setzten ihre Arsenale Schiffe in Brand. Das Feuer breitete sich auf die Bibliothek aus. Gott, was es da wahrscheinlich für Schriften gab. Oder auch für neue Formeln. Oder neue Philosophen, die man im Ethikunterricht vorstellen hätte können. Und wir gar nicht wissen, wie viel Wissen einfach verloren gegangen ist. Das ist eigentlich so traurig. Sicher ist, die große Bibliothek wurde nicht vollständig zerstört. Das ist schon mal schön. Experten weisen darauf hin, dass sie zu weit vom Hafen entfernt lag und viele spätere Texte beziehen sich auf eine intakte große Bibliothek. Lagerhäuser in der Nähe des Hafens enthielten Manuskriptkopien, die auf den Export warteten. Wahrscheinlich verbrannten diese Dokumente und nicht die große Bibliothek selbst. So schön. Gut, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Komm, ich hab schon die nächste Tour. Die große Bibliothek wurde im Laufe der Jahrhunderte von mehreren Bränden heimgesucht. Ihr Ende dürfte eher im 4. Jahrhundert unserer Zeit liegen, als der christliche Kaiser Theodosius I. die Schließung aller heidnischen Tempel anordnete. Während einige Dokumente überlebten, weil man sie weggebracht hatte, bleibt unklar, welches Wissen verloren gegangen sein könnte. Dann nehme ich es doch nicht zurück. Ach Gott. Obwohl Achilles die Oberhand über Caesar gewonnen haben soll, scheint es, dass Kleopatras Schwester, die auf der Seite ihres Bruders stand, ihn töten ließ und durch ihren Verbündeten Ganymedes ersetzte. Ganymedes erwies sich als fähiger Taktiker auf ägyptischer Seite. Es war seine Idee, Caesars Zugang zum Hafen zu unterbinden und diesen so im Palast festzusetzen. Der arme Achilles. Ach Gott, nur Verrat. Nur Verrat. Zu Zeiten Ptolemäus des I. wurden in ganz Alexandria Kanäle für die Trinkwasserversorgung gegraben. Ganymedes ließ diese Kanäle kontrollieren. Nachdem er die eigene Wasserversorgung isoliert hatte, ließ er Salzwasser in die Kanäle und Zisternen schütten, die zu Caesars Lager führten. Haha, wie gemein, hatten dann die Kaiser Wassermäger. Dem Idiotin.
Bin ich auch noch. Dort brach Panik aus. Ohne Trinkwasser würden sie nicht lange durchhalten. Caesar erkannte, dass der poröse Kalkstein hilfreich sein könnte und ließ Brunnen graben, um die Wasserversorgung wiederherzustellen. Okay, und wie geht das? Tage später traf die 37. Legion, bestehend aus Pompeius Soldaten, per Schiff ein. Caesar konnte aufgrund des Windes nicht ans Ufer kommen und riskierte sie, auf der Chersonesos-Halbinsel zu treffen. War man nicht dort auch? Als der Feind davon erfuhr, wollte er Caesar dort abfangen. Trotz eines offensichtlichen Vorteils für die Alexandriner ging Caesar mit einem rhodischen Schiff voller erfahrener Seeleute als Sieger hervor. Krass. Ha, damit haben die nicht gerechnet. Oder ich... Nee. Ich hatte gerade einen Gedanken, den habe ich aber schon wieder verworfen. Mit Hilfe der verbündeten Schiffe konnte Caesar siegen, die Ägypter zurückschlagen und den Leuchtturm sichern. Mit der Kontrolle über die Insel Pharos versenkte Caesar die Alexandriner im Meer. Sie schwammen zurück zur Stadt. Oh Gott. Doch Caesars Befestigung der Insel hielt nicht lange stand. Der Feind formierte sich neu und stürmte die Insel. Trotz Caesars Ermutigung gerieten viele seiner Männer in Panik und verließen ihre Posten entweder per Schiff oder sprangen ins Meer. Hm. Krass. Kannst du nur beten, dass du dann schwimmen kannst, ne? Also haben wir doch als Bike und Aya die Situation miterlebt. Wir hatten ja, glaube ich, Caesar damals... Hatten wir den nicht in Richtung Leuchtturm gebracht gehabt? Caesar versuchte den Rückzug, aber der Onostos-Hafen wurde von Feinden überrannt, die eine Flucht verhinderten. Berichten zufolge raffte Caesar seine Papiere und sprang über Bord, um zu einem Schiff seiner Verbündeten zu schwimmen. Gottes Willen. Der Historiker Cassius Dio behauptete, Caesar wäre ertrunken, hätte er nicht sein purpurnes Gewand ausgezogen. Irgendwie gelang es ihm, die Strecke zu schwimmen und zu überleben. Das, Hut ab, das muss man auch erstmal können. Die Alexandriner holten sich den Mantel als Trophäe, zum ewigen Gedenken an das römische Debakel. Tja, die können wirklich stolz auf sich sein. Da haben die in Anführungszeichen ihre Stadt bzw. ihr Land wieder zurückerobert. Die Alexandriner waren unzufrieden mit Ganymedes und wollten ihren König zurück und schlugen Caesar einen Kompromiss vor. Caesar stimmte zu, Ptolemäus den 13. freizulassen, wenn dieser das Königreich verschonte und Rom Treue schwor. Befreit brach der König jedoch die Vereinbarung und setzte den Krieg fort. Überraschung! Hätte man was anderes erwartet? Ich denke nicht. Sehe ich absolut genauso. Mithridates, ein treuer Verbündeter Caesars, kam nach Ägypten, wo er auf Ptolemäus Truppen bei Pelusium stieß. Mit dem Schiff dort unten. Da Mithridates dem Feind zahlenmäßig überlegen war, sicherte er sich die Region zwischen Pelusium und Alexandria. Ptolemäus, vom Marsch des Verbündeten Caesars auf Alexandria gewarnt, schickte Truppen, um das Überqueren des Flusses zu verhindern. Ihr Leuchtturm. Mithridates warnte Caesar rechtzeitig und beide Truppen stellten Ptolemäus' Armee im Delta. In der Schlacht am Nil gewannen die Römer die Oberhand und zwangen die Ägypter zur Flucht. Im Getümmel des Rückzugs ertrank König Ptolemäus der 13. im Nil. Haben die denn seine Leiche wenigstens gefunden? Gott, der Arme. Also, was heißt der Arme? Ist trotzdem ein Tod, den man nicht jemanden wünscht. Nach Ende der Belagerung heiratete Kleopatra, die 7., ihren jüngeren Bruder Ptolemäus den 14. So konnte sie bis 30 vor unserer Zeit über Ägypten herrschen.
Unter ihrer Herrschaft fügte sich Alexandria in das Römische Reich und übertrumpfte Athen schließlich als eine der wichtigsten Städte des Römischen Reiches. Julius Caesar blieb kurze Zeit in Ägypten. Er und Kleopatra bekamen später einen Sohn namens Caesarion. Caesarion. Gibt es da eigentlich jetzt also Nachfahren? Also dass Caesarion auch Nachkommen hat? Oder eher nicht. So, die Stadt der Feste. Erfahre mehr über die zahlreichen Unterhaltungsangebote im antiken Alexandria. Gut, wir haben ja das Theater schon gesehen. Und bestimmt gab es auch einige Vergnügungs-Etablissements für Männer. Oder von Frauen für Männer. Willkommen bei Alexandria, die Stadt der Feste. Mhm. Was ist das denn? Wie in den meisten griechischen Städten gab es auch in Alexandria zahllose Unterhaltungsangebote. Viele davon waren mit Ritualen, religiösen Praktiken und den dazugehörigen Festen verbunden. Die wichtigsten unter diesen Festen waren die dynastischen Feierlichkeiten zu Ehren der gottgleichen ptolemäischen Könige und Königin. Diese Feiern konnten mehrere Tage lang andauern und umfassten Opferrituale, Prozessionen und öffentliche Gelage. Mhm. Ach, der Feste wie, es ist ein Fest. Ich habe Feste im Sinne von Festung jetzt gedacht. Achso, ja. Naja. Spiele und Wettbewerbe fanden, wenn möglich, immer an Orten wie dem Stadion, dem Hippodrom oder dem Gymnasium statt. Die Menschen von Alexandria begeisterten sich vor allem für Wettbewerbe, bei denen Athleten, Dichter und Musiker aus Ägypten und anderen Städten gegeneinander antraten. Ich mach mal nicht auf groß, weil ich habe Angst, dass ich da unten irgendwas sehe, was man nicht sehen sollte. Wie alle griechischen Städte hatte auch Alexandria ein Theater. Mhm. Gebaut wurde es im römischen Stil. Aus diesem Grund nahm sich das Team ein Theater aus Kyrene zum Vorbild. Ah. Die römischen Theater waren für gewöhnlich auf flachem Grund erbaute Halbrunde. Der Bau selbst diente der Verbesserung der Akustik. Mhm. Griechische Theater waren hingegen länglicher, ähnlich einem Hufeisen, und nutzten natürliche Strukturen wie Abhänge, um die Akustik zu optimieren. Mhm. Cool. Im Theater wurden Werke zeitgenössischer, komischer und tragischer Autoren aufgeführt. Das Theaterstück, das du gerade siehst, ist Menandas Dyskolos, besser bekannt als Der alte Griesgram, eine späte und sehr beliebte griechische Komödie. Mhm. Cool, den würde ich gerne mal sehen. Haben wir jetzt hier noch die große Bibliothek von Alexandria. Entdecke die Geschichte der antiken großen Bibliothek von Alexandria, nehme ich mal an. Ha, Mensch, Naaman war der erste König von ganz Ägypten. Und dann fahren wir zu den großen Denkern der alten Welt. Willkommen bei die große Bibliothek von Alexandria. In der Nähe des Palastdistriktes befand sich im Museum die wohl berühmteste Bibliothek der Antike. Die Bibliothek von Alexandria sollte das Wissen der gesamten Menschheit fassen. Krass. In ihrer Blütezeit lagerten dort angeblich über 700.000 Schriftrollen. Warum ist da oben eigentlich die Schlange eingraviert oder eine Kobra? Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Bibliothek durch Brände und die Kriege zwischen Christen und Heiden schließlich komplett zerstört. Der Verlust der Bibliothek als Gebäude und der ihres gewaltigen Wissensschatzes ist unermesslich. Da keine Beschreibungen erhalten sind, nutzte das Team die Celsus-Bibliothek in Ephesus als Vorbild für die Bibliothek in Alexandria. Also wenn ich wirklich, also wenn das meinetwegen ist, die Bibliothek. Ich weiß, das ist die Celsus-Bibliothek in
Ephesos, aber wenn das, sage ich mal, die Bibliothek in Alexandria wäre, so wie sie da stehen würde, ne? Mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Säulen. Ich glaube, ich würde es nicht erkennen. Das ist eigentlich traurig. Gehst du wahrscheinlich als normaler Mensch dran vorbei und denkst so, ah ja, ist halt eingestürzt, ja. Sehr schade, ne? Aber dass da so viel Wissen eingelagert wurde, wie viel Wissen verloren gegangen ist und was diese Säule, diese Steine schon alles gesehen haben, das ist so abnormal krass. Das ist so, ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Obwohl ein großer Teil der Schriftrollenzukäufe von der Regierung finanziert wurde, gab es auch andere Wege des Neuerwerbs. Das sieht cool aus. Alle Bücher, die Besucher der Stadt bei sich trugen, wurden beschlagnahmt und kopiert. Die Kopie wurde dann an den Besitzer zurückgegeben, das Original hingegen in die Sammlung aufgenommen. Mhm. Haben die da Muscheln dran geklebt? Das ist ja cool. Das ist ja cool, dass die da Muscheln. Die haben auch hier Muscheln dran geklebt. Alexandria bot unzählige intellektuelle und kulturelle Attraktionen. Berühmte Gelehrte aus Athen, Rhodos und anderen griechischen Zentren kamen in die Stadt, um sich weiterzubilden und mit anderen auszutauschen. Das Museum sowie die Bibliothek waren Zentren umwälzender neuer Ideen und kreativer Ausdruckskraft. Das Museum. Ist das eine alte Schreibweise? Also eine ganz alte Schreibweise für Museum? Oder gibt es wirklich Museum, was so eine andere Bedeutung hat als Gebäude? Die großen Gelehrten der Antike waren meist in vielen Disziplinen bewandert, welche wiederum unterschiedlichen Denkschulen zugeordnet wurden. Zu den berühmtesten Schulen zählten die Peripatetiker, die Stoiker und die Kyniker. Alexandria spielte ohne Zweifel eine große Rolle als Stadt der Intellektuellen und Inspirationsort großer Denker, deren Arbeit unsere moderne Welt bis heute beeinflusst. Zum Beispiel, oder kommt das jetzt? Hypatia von Alexandria war eine griechische Mathematikerin, Philosophin, Astronomin und Erfinderin. Ursprünglich in Griechenland geboren, ließ sie sich wie viele ihrer intellektuellen Zeitgenossen in Alexandria nieder. Dort wurde sie zur Anführerin der neuplatonischen Schule von Alexandria. Den Quellen zufolge wurde sie von ihren Kollegen in Alexandria als Lehrerin und Philosophin hochgeschätzt. Mit ihrem Tod endete das Zeitalter der großen wissenschaftlichen Errungenschaften der Antike. Das ist aber traurig. Das ist wirklich traurig. Kallimachos wurde in Kyrene geboren und in Athen ausgebildet. Danach ging er nach Alexandria, um in der großen Bibliothek zu arbeiten. Der Dichter und Kritiker soll sich gegen das epische Format der Dichtkunst in der Tradition Homers gewandt und stattdessen nach einem kürzeren, nüchterneren Stil gestrebt haben. Seine Epigramme und elegischen Gedichte waren stilbildend und extrem populär. Übertroffen wurden sie nur von Homers Werken. Ich habe immer Homer. Also wenn ich Homers, ne, immer gelesen habe, habe ich immer Homer irgendwie gedacht. Und da musste ich immer an Homer Simpsons denken. Und dann habe ich mir immer so vorgestellt, wie Homer Simpsons solche Werke schreibt. In der Stadt Alexandria verfasste der Mathematiker Euklid, der Vater der Geometrie, sein Werk Die Gottes Elemente Willen, wenn der wüsste, was der losgetreten hat. Der modernen Algebra und Zahlentheorie. Euklids Überlegungen zur Geometrie sollten zu einem der einflussreichsten Systeme der Mathematik avancieren. Ja, wenn der wüsste, dass er manchen Schülern schlaflose Nächte bereitet. Wie kann man den Umfang der Erde berechnen? Mit einem Kamel, zwei Stöcken und den Schatten, welche die Sonne wirft. Genau das beschrieb Eratosthenes von Kyrene in seinem Hauptwerk Geographie, das er als Leiter der großen Bibliothek von Alexandria verfasste. Er soll um 250 vor unserer Zeit auch die Armillarsphäre erfunden haben. Das sieht ja krass aus. Ja, so Libya, also wahrscheinlich Libyen oder wie Libyen damals vielleicht gehießen haben könnte. Das ist Germania, Italia,
Gallia, Hispania, ist ja klar. Albion, das ist bestimmt dann. Na gut, eigentlich England, oder? Haben wir hier dann Polen, Island, Litauen und Lettland rein, theoretisch. Dann hätte man hier Russland. Und hier eigentlich so China. Ja, hier, ich glaube, viele kannst ja Insel, glaube ich, an, oder? Oder zumindest ein Teil. Nach Saudi-Arabien. Krass. Oh, Staatsbibliothek zu Berlin. Cool, in Berlin, Deutschland. Schön. Oh, wie anmutig, die Kleopatra, die Stufen hochgestiegen ist. Die früheste bekannte und vollständigste antike Amilarsphäre ist das Meteoroskopion von Alexandria mit beeindruckenden 9 Ringen. Die meisten Astrolabien verfügten nur über 3 oder 4 Ringe. Das Meteoroskopion wurde von den alten Griechen hauptsächlich dazu genutzt, um die Position von Himmelskörpern rund um die Erde, die im Zentrum stand, zu bestimmen. Mhm. Jeder antike Astronom, der etwas auf sich hielt, hätte dieses Instrument benutzt, um die Bewegungen der Himmelskörper besser zu verstehen. Aber? Achso, kein Aber. Das sind auch die Sternzeichen, ne, die Symbole. Ne? Ich glaube, das müsste ja Fische sein. Oh, interagieren. So, ja, Krikotion, dieses astronomische Gerät, das noch immer als Amilarsphäre bekannt ist, bestimmt die Lage von Himmelskörpern um die Erde herum, dem sphärischen Zentrum des Universums. Eine Position wird festgelegt, indem man die Breiten- und Lenkreise entsprechender Position der Sonne oder eines Sterns einstellt. Krass. Das müsste, glaube ich, Schütze sein und das hier Fische. Was? Oh, Pythagoras, oh Gott. Samos war ein bekannter und respektierter Philosoph und Mathematiker. Bekannt wurde er vor allem für seinen Satz des Pythagoras. Mhm. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass dieser Satz lange vor Pythagoras in Babylonien und Indien existierte. Daher bleiben bis heute Zweifel an der Urheberschaft. Aber findet bestimmt noch irgendjemanden, den man da verklagen könnte, oder? Miss in Deutschland. Satz des Pythagoras. Im rechtwinkligen Dreiecken ist die Fläche gegenüber dem rechten Winkel gleich. Das Summe der gleichartigen konstruierten Flächen auf den Seiten, die den rechten Winkeln hat. Also C² ist gleich A² plus B², ne? War das doch, glaube ich, ne? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ist eigentlich einfach, aber wenn man Mathematik nicht aufgepasst hat, war es ganz schlimm. Erfahre, wie junge Alexandriner ausgebildet wurden. Willkommen bei Bildung in Alexandria. Die Erziehung der jungen Griechen von Alexandria unterschied sich kaum von denen in anderen griechischen Städten. Im Alter von 7 Jahren kam das Kind in die Obhut eines Tutors, der ihm grundlegendes Wissen und gewisse moralische Prinzipien zu vermitteln hatte. Hat er nicht viel gebracht. Aber die streiten sich schon. Der Unterricht fand meist unter freiem Himmel statt. Das ist cool. Im Gymnasium erhielten die Schüler nicht nur Sportunterricht, sondern beschäftigten sich auch mit Rhetorik, Philosophie, Musik und Poetik, dem Bildungskanon jener Zeit. Ob die damals auch schon Lehrermangel hatten? Hier sieht man sowohl Jungen als auch Mädchen, die von einem Rhetoriklehrer unterrichtet werden. Das Entwicklerteam entschloss sich dazu, im Kontext des Spiels Kinder beider Geschlechter zu zeigen. Zwar ist dies historisch nicht ganz korrekt, aber wir wollten der Diskriminierung nicht den Vorzug vor der inkludierenden Welt des Spiels geben. Oh ja. Na schön. Anzahl der Station 9, die Insel Pharos. Ah, das ist die Insel Pharos. Ist ja logisch, ne? Bei der Belagerung von Alexandria haben wir die Insel ja schon kennengelernt. Erfahren wir über die Insel Pharos und die antiken Bauten, die dort standen. Willkommen bei die Insel Pharos. Das Heptastadion war ein brückenähnlicher Damm, der die Insel Pharos mit dem Festland von Alexandria verband. Der Name setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Hepta für 7 und dem Wort Stadion, eine Maßeinheit, die etwa 180 Metern entspricht. Ach so, wusste ich gar nicht. Musik.
Da das Bauwerk den großen Hafen im Osten und den Hafen von Onostos im Westen trennen würde, versah man es mit Durchfahrtskanälen an jedem Ende. Mhm. Durch die Kanäle konnte man von einem Hafen zum anderen gelangen. Ist ja logisch, ne? Hätte ich auch so gemacht. Der Damm schuf nicht nur getrennte Häfen für die Schifffahrt von Militär und Handel, sondern diente auch als wichtigstes Aquädukt für die Bewohner der Insel. Nicht zuletzt schützte er die Insel und die Häfen vor den rauen Seewinden und starken Strömungen. Am Ende der Antike war das Heptastadion schließlich unter unzähligen Sedimentschichten aus Lehm und Erde verschwunden. Das ist natürlich traurig. Eigentlich müsste man wirklich dorthin reisen, wo das alles stand, vorher ein Bild machen aus der Assassin's Creed Odyssey, einen Screenshot, den Ausdrucken mitnehmen und dann einfach mal das Bild von so vorher, nachher, was alles verschwunden ist. Mit der Zeit oder durch Kriege. Oder durch die Zeit und durch die Kriege, so rum. Nee, das hat auch. Nee, das war so korrekt. Mit der Zeit und auch durch Kriege. Neben dem berühmten und gefeierten Serapeum standen innerhalb der Mauern Alexandrias noch unzählige andere Tempel. Krass. Die meisten dieser Bauten haben die Zeit nicht überdauert und es ist unmöglich zu sagen, wie viele es ursprünglich gab. Das ist so traurig. In alten Papyri fanden sich jedoch wenigstens zu einigen dieser Tempel wichtige Hinweise auf ihren damaligen Standort. Mhm. Sowohl Papyri als auch Münzen erzählen von zahlreichen Göttertempeln. Poseidon, der Gott des Meeres, hatte im Westen dieser Insel und auf dem Festland Tempel zu seinen Ehren. Der Tempel neben dir ist der Isis Pharia geweiht, der heiligen Schutzgottheit des Leuchtturms. Dort fand jedes Jahr im April das Fest der Sacrum Pharia statt, mit der man das wichtige Bauwerk ehrte. In ihrer Gestalt als Isis Fortuna trägt die Göttin ein Ruder und ein Füllhorn, beides Glückssymbole der Seefahrer. Interessant. Ach, die Muscheln. Ich glaube, im Hauptspiel hatten die Brüste nicht verdeckt gehabt. Der Leuchtturm von Alexandria wurde zu den 7 Weltwundern der Antike gezählt und war daher der ganze Stolz der Einwohner der Stadt. Verständlich. Die Arbeiten begannen unter Ptolemäus dem I. Unter der Herrschaft seines Sohnes wurde der Bau 15 Jahre später vollendet. Nach Abschluss der Arbeiten weihte man den Leuchtturm den Göttern und bat sie um Beistand für alle Seefahrer. Mhm. Der auf der Insel Pharos stehende Turm bestand aus 3 Etagen, die stufenförmig aufeinander gesetzt wurden. Mhm. Die 2. Etage war ein 8-eckiger Turm, die oberste Etage ein von einer Statue gekrönter Zylinder. Im Inneren fand sich Platz für Unterkünfte und eine Rampe für den Transport von Brennstoff in die oberen Etagen. Der Pharos, unverzichtbar für das sichere Navigieren, war ein voll funktionsfähiger Leuchtturm. Sein Feuer soll bis zu 50 Kilometer weit sichtbar gewesen sein. Boah, krass. Unklar bleibt, welcher Brennstoff oder wie viel davon verwendet wurde. Wie der Leuchtturm funktionierte, bleibt ein Geheimnis. Ach, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Mehrere Jahrhunderte gehörte der Pharos zu den höchsten von Menschen errichteten Gebäuden. Er maß bis zur Spitze 110 Meter. Zum Vergleich, die Pyramide von Gizeh war etwa 140 Meter hoch. Krass. Das Gebäude wurde nach und nach durch Erdbeben zerstört und schließlich im Jahr 1480 mit einer Festung überbaut. Boah, ist das traurig. Bei Ausgrabungen auf dem Meeresboden fand man zahlreiche Steinblöcke des alten Gebäudes. Ach, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich meine, zu der damaligen Zeit habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
war an mich doch gar nicht zu denken. Aber irgendwie fühlt sich trotzdem traurig irgendwie an, ne? Wenn man so die Gebäude so in diesem Spiel sieht und dann dies, also ne, dann wird einem vorgelesen, dass eine Festung drüber gebaut wurde und dass man am Meeresgrund halt diese alten Steine gefunden hat von dem Leuchtturm. Ich habe, glaube ich, noch nicht so viel Trauer um Gebäude empfunden. Das ist halt schon echt. Weiß nicht. Ich finde es irgendwie voll traurig einfach nur. Guck mal, wir haben. Wir haben noch ein kleines bisschen. Ach nee, noch vier. Okay. Noch vier haben wir. Wie die rennt, wenn ich den Rücken sehe. Das Museum von Alexandria. Erfahren wir über das Museum von Alexandria und seine Funktion in der Stadt. Willkommen bei das Museum von Alexandria. Hallo. Aus dem Weg. Der Bau des Museums wurde von Ptolemäus dem Ersten in Auftrag gegeben, um der Akademie von Athen den Rang als intellektuelles Zentrum abzulaufen. Das Museum war den neun Musen der Inspiration gewidmet und wurde bald zum Zentrum für Philosophie und Wissenschaft. Gelehrte aus aller Herren Länder trafen sich hier, um ihr Wissen um Literatur, Naturwissenschaft und Geografie zu teilen. Die müssen jetzt mal alle dieselbe Sprache sprechen, ne? Über die Musen. Die Bibliothek ist der Beschwörung der neuen Töchter. Das Zeus gewidmet. Ach so. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Das Museum wurde geschaffen, um freies Denken, den Austausch von Argumenten und die Weitergabe von Wissen zu befördern. Um einen zentralen Innenhof gruppierten sich Hörsäle und Seminarräume. In den ausgedehnten Gärten wuchsen exotische Pflanzen, die dem Studium von Kräutern und Arzneien. Das ist schon cool. Ich glaube, da hätte ich auch Lust, das zu erlernen. Die Erforschung verschiedenster Tierarten. Das ist cool. Zu den größten Attraktionen des Museums zählt Observatorium. Oh ja, das sowas finde ich auch gut, so Planetarium. Das wäre auch was für mich. Der Arzt und Anatom Herophilos verbrachte den Großteil seines Lebens in Alexandria. Wegen der toleranten Einstellung der Stadt konnte er im Laufe seiner Karriere zahlreiche Obduktionen durchführen. Neben vielen anderen Dingen entdeckte er, dass das Gehirn das Zentrum des menschlichen Nervensystems bildet. Er fertigte zudem Zeichnungen des Blutkreislaufs an und maß den Puls mit Hilfe einer Wasseruhr. Krass. Angetrieben von seinem unstillbaren Wissensdurst soll er über 600 Vivisektionen an Strafgefangenen durchgeführt haben. Doofe Frage, was sind Vivisektionen? Oder warte mal, ich google mal schnell. Vivisektion. Oh, Eingriff am lebenden Tier zu Forschungszwecken. Oh! Oh, 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 ja. Oh, 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 okay, gut. Das ist schon. Okay. Die Regierung bot den Gelehrten freie Kost und Logis im Museum, damit sie sich voll und ganz auf ihre Forschungen konzentrieren konnten. Dank dieser Freiheiten konnten sich die Gelehrten Alexandrias sowohl intellektuell als auch spirituell ungestört entfalten. Das ist doch nett. Obwohl vom ursprünglichen Museum nichts erhalten blieb, lebt es heute in unseren modernen Museen weiter. Cool. Und damit haben wir eine weitere Tour abgeschlossen. So, Reisepass sagt, das Serapeum von Alexandria. Erfahren wir über das Serapeum von Alexandria und seine Funktion in der Stadt. Das sieht cool aus. Da waren wir ja auch schon. Was wird das denn jetzt fahren? Willkommen bei das Serapeum von Alexandria. Hallo.
Unter den unzähligen Prachtbauten und Attraktionen der Stadt galt das Serapeum als schönster Tempel von Alexandria. Das unter der Regentschaft Ptolemäus III. Errichtete Heiligtum lag südwestlich der Stadt, auf einem kleinen Hügel namens Akropolis. Ah. Die Fundamente stammten noch aus der Zeit Ptolemäus I., Soter. Mhm. Das sieht so cool aus, diese Pharao-Statuen. Aber ich muss ehrlich sagen, das klingt vielleicht sehr naiv, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich jetzt dorthin reisen würde, dass alles genauso aussehen wird, wie es hier in diesem Spiel ist. Obwohl das jetzt sinnfrei ist, weil das ja, weiß nicht, 900 Jahre, nee, noch über, nee, 900 Jahre, nee, 1000, da bin ich dumm, über 2000 Jahre, weniger als 2000 Jahre, auf jeden Fall, weil, also, es ist ja lange, lange her. Und trotzdem, keine Ahnung, fühlt sich das so real an, nach dem, wie gesagt, nach dem Motto, ich mache jetzt Urlaub in Alexandria und es sieht alles genauso aus. Dann habe ich hier die Leute, die hier ne, Musik machen, die ganzen Tücher, dann die ganzen Pharaonenstatuen, ne? Das ist, ja, ich weiß nicht. Besucher gelangten über eine Freitreppe mit 100 Stufen in den Tempelhof. In den Säulengängen rund um das zentrale Gebäude richtete man eine Bibliothek ein. Dach und Säulen waren üppig geschmückt. Die Pharaonen zeigten sich dem Tempel gegenüber immer großzügig. Ebenso die römischen Kaiser nach der Eroberung Ägyptens. Der eigentliche Tempel beherbergte die Statue Serapis, der die Kranken heilen sollte. Also ich fühle gerade ein Gefühl, wenn man so gefühlt immer hört, ja, das gibt's nicht mehr und das ist nur noch irgendwie im Meer versunken. Und man denkt so, ja, nee, das stimmt doch nicht. Ich war doch hier im Spiel. Das gibt's doch noch. Ich glaube, das wäre für mich ein übelster Kulturschock, also nicht Kulturschock, aber so ein Geschichtsschock, wenn ich dort hingehen würde. Weil zum Beispiel, ich war ja schon in Venedig und war auf dem San Marco Platz, glaube ich, so heißt der Markusplatz, San Marco. Und das sah ja alles genauso aus wie in Assassin's Creed 2. Und da habe ich so gedacht, ach ja, da gab es die Rune und dort und da und jenes und, ne, und ach ja, ich bin auch da als Ezio in diesen wundervollen, schönen, sauberen Wasser umhergeschwommen. Und ach, die Gondeln, ja, die kenne ich auch. Und ja, und auch diese komischen, ne, Häuser, Spalten, ne. Und hier habe ich so das Gefühl, weil es halt so lange her ist, dass es genauso noch aussieht wie im Spiel, wenn ich dorthin gehen würde. Ich meine, die Pyramiden ja, und ich finde sie auch. Aber ich habe gerade so einen nostalgischen Anflug, wo ich mir denke, ja, aber ich war da lange, also ich meine, ich lebe jetzt und nicht 300, oder nee, 47 vor unserer Zeit ungefähr. Es ist so lange her. Und ich habe, wie gesagt, das Gefühl, wenn ich dorthin komme, würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Da muss der Leuchtturm hin, da muss die Bibliothek von Alexandria hin, da muss das Theater hin. Ich war doch gerade vor 3 Tagen noch dort. Wie kann das jetzt anders aussehen? Oh Gott, ich hatte aufhören, Spiele zu spielen. Seit der 26. Dynastie begannen die in Ägypten lebenden Griechen, den ägyptischen Kult des Apis in ihre religiöse Praxis zu integrieren. Mit der Errichtung der Dynastie der Ptolemäer ging der Apis-Kult weiter in der griechischen Religion auf. Unter der Regentschaft Ptolemäus I. verband man ägyptische und hellenische Gottheiten schließlich zu Serapis. Der Name war das Ergebnis der Verschmelzung von Osiris und Apis. Mit der neuen Gottheit gelang es den Ptolemäern, zwei unterschiedlichen Kulturen ein religiöses Angebot zu machen und einen neuen dynastischen Kult zu erschaffen. Na gut, das ist bestimmt auch bei einigen sauer aufgestoßen, aber ich finde es schon mal cool, dass man sagt, okay, man nimmt Osiris und Apis und formt aus diesen zwei Namen einfach einen neuen Namen. Das ist cool. Serapis wurde auch mit anderen Gottheiten assoziiert,
wie dem griechischen Gott der Heilkunst, Asklepios. Es ist denkbar, dass die Kranken, ähnlich wie im Serapis-Tempel von Kanopos, das Heiligtum besuchten und dort in der Hoffnung auf Heilung in den geweihten Hallen die Nacht verbrachten. Ach, sag mal, dann schlaf eine Runde, wenn du so gehst. So, dann haben wir Reisepass noch, das Paneon. Erfahren wir über das Paneon von Alexandria. Dann haben wir nur noch eine. Dann haben wir die erste Tour abgeschlossen, also die erste große Tour. Oh, verdammt. Willkommen bei das Paneon. Das Paneon war ein Tempel, der dem Naturgott Pan geweiht war. Die griechische Gottheit, die man häufig als Mischwesen zwischen Mensch und Ziege darstellte, war der Beschützer der Hirten und ihrer Herden. Krass. Pans Attribut war ein nach ihm benanntes Instrument, die Panflöte. Seine Tempel lagen meist in Höhlen hoch in den Bergen und wurden häufig von Hirten besucht. Später wurde das Bild des Pan schließlich zum Symbol des christlichen Teufels umgedeutet. Ach so, na, die Christen wieder mal, ne? Frech. Um den Gott angemessen zu ehren, schütteten die Menschen Alexandrias einen künstlichen Hügel auf dem sein Tempel errichtet das wurde. Das ist ja... Oh. Der Hügel hatte die Form eines Kreisels oder Pinienzapfens und man gelangte über eine umlaufende Treppe hinauf. Von dort oben konnte man die ganze Stadt überblicken. Das ist cool. Die Lage war einem Berggott also durchaus angemessen. Das Paneon. Krass. So, da haben wir das Hippodrom von Alexandria. Fahren wir die Wettkämpfe in Hippodrom. Damit haben wir die letzte Tour vor uns und haben fast eine Stunde dafür gebraucht. Numus Kanopos. Willkommen bei das Hippodrom von Alexandria. Das größte Hippodrom der Stadt war das Lageon, benannt nach Lagos, einem Vorfahren der Ptolemäer. Die Menschen von Alexandria liebten Pferderennen. Sie waren fasziniert von der Rivalität bei diesen Rennen, der Agone, wie sie damals hießen, die jeden dieser Wettkämpfe beherrschte. Es war ein Kampf um Ruhm. Na ja, klar. Das wichtigste Wagenrennen war das Tetripon. Die Wagen waren mit 4 Pferden bespannt, das schnellste von ihnen rechts vorne. Das Rennen ging über 12 Runden. Am Ende des Hippodroms mussten scharfe Kehren bewältigt werden. Die Sieger wurden mit Kränzen aus Olivenzweigen gekrönt und erhielten Geldpreise. Die begehrteste Auszeichnung aber war es, Eingang in die Werke von Dichtern wie Kallimachos oder Pindar zu finden. Stell dir mal vor, du bist das langsamste Pferd, also dann das linke Pferd und du kannst einfach nicht mehr. Aber du musst mitziehen, weil drei andere Pferde noch neben dir sind, die galoppieren. Und du merkst so als das linkes Pferd, so Gott, also wenn ich jetzt hier noch 3 Meter mache, dann breche ich zusammen. Eigentlich schon gemein. Meine Pferde können schon was aushalten, aber weiß nicht. Das wäre so mein Gedanke als Pferd, wenn ich eins sein würde. Leierbeherrschende Hymnen. Wen der Götter, wen der Heroen, wen der sterblichen Menschen besingt ihr? Heilig dem Zeus ist Pisa. Und den olympischen Wettkampf hat von des Krieges Beute Herakles Macht begründet. Theron preiset, O Seiten, und heißen sein erringendes Vierergespann. Ihn, den gerechten Gastfreund, Akragas Stütze, seiner hochverherrlichten Väterblume, ihn, den Städteerhalter. Reichtum und Ruhm bringend, die Verdienste der Heimat zu mehren. Ich habe es genau null verstanden und ich habe mich gerade wieder zurückversetzt gefühlt in die 11. Klasse Ethikunterricht. Da habe ich nämlich auch gefühlt nie verstanden, was diese verdammten Philosophen von mir wollten, wenn die da, keine Ahnung, einen Satz in 40 Absätze teilen mit
130 Kommas. Und mit irgendwelchen Worten, wo man denkt, ja, Substantiv, Substantiv, irgendwer. Und dann nochmal Substantiv, wo du denkst, ja, da fehlt doch Artikel. Da fehlen Verben. Wo sind die Verben? Wo ist der Punkt? Warum muss man so lange Sätze schreiben? Warum muss man sie so verschachteln? Ja, genau so habe ich mich auch immer gefühlt im Ethikunterricht. Genau so. Ja. Aber damit haben wir unseren Reis etwas voll bekommen. Und würde ich sagen, Römer können wir mit dem Cäsar machen. Alter mit Pyramiden, Ägypten. Alltag rein theoretisch mit Eier, Ägypten rein theoretisch mit Bayek. Und den Alltag machen wir mit... Ich will kein Kind spielen. Diese Musik ist so cool. Dann nimm mal William Miles, komm für den Alltag. Ja, machen wir das. Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge beim ja, Alltag, würde ich sagen, wieder. Und... Ah ne, in Pyramiden, warte mal, Moment. William Miles, Cäsar. An die Alltag, Aya. Ägypten. Ja gut, dann nehmen wir einfach einen anderen Bayek als Pers. Ne, Persisch kann ich eigentlich nicht nehmen, ne? Bayek von Siva. Ihr Tool, ja, wir können ja mal gucken. Oh, blau. Masai-Kriegers. Und das könnte man machen. Ja, bei Pyramiden oder so, ja. Krass. Das ist so krass. Altes Reich, die großen Pyramiden, das ist so krass. Keine Ahnung, da platzt mir mein Gehirn einfach. Oh, ne Mieze. Ja. Oh, noch eine Miete. Ja, da platzt mir wirklich mein Gehirn einfach. Auch jetzt von Niedlichkeit. Da platzt mein Herz gleich mit dazu. Und, ja. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Alltag bestreiten, der hoffentlich nicht so schlimm ist, wie den Alltag, den wir vielleicht erleben dürfen. Ja, ich weiß, alles ganz schlimm. Und dann, ja, werden wir uns überraschen lassen, wie lange wir dafür brauchen werden, ob es die Stunde geht. Weil, ja, mit der Alexandria-Tour waren wir ja gefühlt fast 2 Stunden unterwegs. Aber genau, aber ich denke, das wird jetzt ein bisschen kürzer werden. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir bis zur nächsten Folge wiedersehen werden.